Danke für die Lieferung. Ja, ja, nicht zu danken. Yeah. Ich hab zu danken für den Buggy. Yeah. Ihr wisst, was jetzt kommen muss. Ja, super, da wird die Kiste mal langsamer. Okay. Das Schöne ist, mit dem Ding können wir ja auch so ein bisschen querfeld einfahren. Der hält ja dann doch ein bisschen was aus. Hui! Und da haben wir doch unser Ziel schon langsam in Sicht. So. Bitte anhalten, wie Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hallo, mein kleines Artefakt. Vielen Dank, dass ich dich mitnehmen darf. Brauchen wir nicht. 99. Ach, da ist die Kiste. Die suche ich doch. 99 von 120. Ist echt nicht mehr so mega viel. Also, haben wir überlegt, wie viele Artefakte ich dann jetzt hier schon eingesammelt habe mit euch zusammen. Das ist ja echt schierer Irrsinn. So. Nächste Relikt. Ja, dann machen wir das. Und das noch. Und dann das. Und das sollte dann, wie gesagt, eigentlich gut sein. Oh, oh. Den sollten wir mal reparieren. Am besten irgendwie Werkzeug nehmen, die Kühler ein bisschen zudrehen, damit das Auto wieder läuft. Ich weiß gar nicht, war das nicht bei Far Cry 2 so? Ich hab's ja selber nie gespielt. Aber Freunde haben mir das dann immer so erzählt. Oh, Auto komplett zerschrotet. Vor allem, wenn es der Kfz-Mechatroniker waren. Die haben sich da richtig drüber amüsiert. Jo, erstmal Auto ist kurz vor Explosion. Brennt schon halb. Aber wir reparieren es indem wir den Kühler ein bisschen zudrehen. Jo, einfach nur hammergeil. So, und... So, kurz mal rum. Okay. Wo ist denn das Relikt? Da ist es. Also, das hier ist ja mal mies. Muss ich zugeben, 100 von 120. Yeah, da habe ich mich jetzt leicht erschreckt nicht. Also nicht richtig erschrocken. Aber das war halt doch eben ganz kurz perplex, als die Leiche da vor mir war. Boah, was für eine miese Sache, ey. So, oh, wie geht's? Nächster Relikt, ich komme! Oh, das wird wehtun, das wird wehtun, das wird nicht gar nicht mal so wehtun, aber na gut. Mal gucken, wie weit uns unser Auto hier noch bringt. Die Funken sprühen ja schon aus dem Drehzahlmesser raus. Naja, komm, lass mal die Kiste hier stehen. Wir sind auf jeden Fall recht nah dran, würde ich behaupten. Jetzt müssen wir hier nur noch irgendwo runter. So hier geht's lang. Dann geht's hier entlang. Dann geht's hier entlang. Dann hauen wir uns mal wieder die Knochen kaputt. Und dann geht's da hinein und dann haben wir unser Relikt. Wieder eine Kiste und... Yes! 101 Relikte! Sehr schön! Okidokidoki, gucken wir gleich wieder. Einmal kurz die Map gemappt, damit sie uns nicht mobbt. Und dahin geht's. Mal gucken, ob unser Buggy die Fahrt noch übersteht. Das Problem wird sein, ihn da rauszukriegen. Die Kiste hier, die liegt da so schön. Die nehmen wir auch noch mit. Ein Smartphone. Und wieder Munition. Na komm, rein da. Da kommen wir dann auch irgendwie durch. Yeah, und weiter geht's. Ja, yay. Auf zur nächsten Mission. Na, wir haben einen richtigen kleinen Lauf. Wenn ich auf die Aufnahmezeit schaue, können wir sogar noch was gleich machen. Hier irgendwo rechts ab? Nö, dann nicht. Natürlich, ich bleibe wieder an einem kleinen Ding da hängen.
Das nenne ich eingepackt. Jungs, ihr seht aber nicht so gesund aus hier drinne. Ihr seht ganz gar nicht gesund aus. Ja, komm, red mit dem. Ja, jetzt interagiere doch, Mann! Hast du was gesagt? Ein Mann hat das Recht. Bitte? Ein Mann hat das Recht. Ja, ich habe immer Recht, genau. Seine Familie zu verteidigen. Ein Mann hat das Recht zu kämpfen. Er hat das Recht, Rache zu nehmen. Wer war das? Drei Männer. Gegen einen ist nicht tapfer. Drei Männer mit Waffen. Sag mir, wo sie sind. Drei Männer mit dem Blut meiner Familie an ihren Hemden. Ein Mann wird es dir... Er wird es dir zeigen. Aha. Richtig, ein Mann gegen drei. Das wird gleich relativ unfair werden. Wir machen es aber mal. Oh, das ist aber nett. Sehr zuvorkommen, dass dann hier auch gleich noch ein passendes Gefährt für uns steht. Mann, da ist ja die Gaudi, oder was? Ich habe jetzt eigentlich nur nicht drauf geachtet. Was schießt der denn? Auf Luftgespenster, wie es aussieht. Ich habe jetzt nämlich nur nicht darauf geachtet, ob ich ihn takedownen muss. So, guten Flug, meine Freunde. So, Sperrgebiet. Die Söldner werden auf sie schießen. Ja, das sollen sie mal ruhig machen. Oh, Schokolade. Das ist aber nett. So, ist hier noch was Schönes da. Ist eine Kiste? Okay, auf zum nächsten. Nö, wir nehmen wieder das Fahrzeug. Ist nur ein Schwein, was da hängt. Das ist gut. Da ist mein Autochen. Mein Autochen ist gut, mein Quad. Naja, es hat vier Räder, einen Motor, macht rum. Passt schon. So. Wollen wir mal gucken. Nächsten. Mal den nächsten. Na, sind wir langsam da? Sind wir langsam da? Sind wir schon da? Mann, das ist aber ganz schön weiter weg. Wie machen wir denn das mal am besten falsch? Eliminiere den zweiten Söldner. Und so. Naja, das ging doch ganz gut. Dann haben wir den zweiten auch erledigt. Holen uns jetzt doch das, was er in den Taschen hat, und dann ist gut. Da ist er ja. Hallo, Kleiner. So. Oh, da müssen wir daher jetzt das Boot wahrscheinlich. Okay. Dann setzen wir mal über. Und wir nehmen uns jetzt wie Rambo.
Ja, aber aufpassen, wo sind die Jungs hier? Hallo, wo seid ihr? Ja, cool. Das war unser Ziel. Jetzt könnte es hier nochmal lustig werden. Was? Hackfresse, hat der gesagt? So, so, was habe ich nicht? So. Leiche geplündert. Gibt's da noch irgendwas Schickes? War zwar nicht ganz so gut wie die ersten zwei Kills, vor allem der zweite war ja aber recht schön umgesetzt. Aber wir haben's erledigt. So, so noch gucken, wo müssen wir denn wieder hin? Da unten müssen wir wieder hin. Ich glaube, da nehmen wir doch eigentlich am besten direkt irgendein Boot. Denn das sollten wir mit am schnellsten da unten sein und dann ist gut. Hoppala. Und dann kommt das sogar doch hin mit meiner mir gesetzten und möglichen Aufnahmezeit heute. Und wir sind dann am Ende für heute. Das ist doch auch schön. Wieder ein bisschen was erlebt und schöne kleine Inselexpedition wieder hinter uns. Ordentlich Relikte gesammelt. Paar Missionen wie üblich erledigt. Das ist doch wunderbar. Und da freuen wir uns schon dann auf die nächste Aufnahme, in der wir dann dem gleichen Spiel weiter nachgehen werden. Aber schauen wir mal. Erstmal jetzt die Mission abgeben und happy sein. Mal schauen, was er sagt. Er alleine konnte sich ja gegen die drei bewaffneten Jungs nicht wehren. Wir ganz alleine haben sie kalt gemacht. Ja, so ist es halt. So, da ist er. Mal schauen, ob er überhaupt noch lebt. Der Joseph. Aber ist natürlich auch mies. Drei bewaffnete Söldner gehen hier hin, machen die Familie kalt. Echt nicht nett. Ich glaube, das gehört dir. Ein Mann verdient Frieden. Lebt wohl. Mal ganz ehrlich, wenn er eh fast am Abkratzen ist, wenn er Frieden will, wäre das eigentlich das Sinnvollste, als ihn da elendig verbluten zu lassen. Weil medizinische Hilfe ist hier, glaube ich, nicht gerade, um die nächste Ecke zu finden. Ja, wir haben sogar noch ein kleines bisschen Zeit, das ist aber nicht mehr so megamäßig viel. Aber sie sollte vielleicht ausreichen... A, dahin reisen, B, das Kram aus in der Tasche haben verkaufen und C, vielleicht noch eine von den kleinen Zeitmissionen hier schnell machen. So, Munition brauchen wir wieder ordentlich, Schnellverkauf. So, und dann geht's, oder? Na, eigentlich schaffe ich es nicht mehr. Nee, das werde ich nicht mehr schaffen, weil die Aufnahmezeit ist jetzt vorbei, das ist jetzt auch... Dreiviertel Minute, da komme ich nicht mal mehr in die Nähe. Also ganz ehrlich, dieses Gewehr macht nicht viel her. Außer man trifft in die Omme. So, na jedenfalls gucken wir nochmal schnell auf die Karte. Was wir dann in der nächsten Aufnahme zu erledigen haben. A, diese drei Missionen hier natürlich. Dann haben wir hier noch zwei Missionen. Da haben wir auch noch Lieferung frei Haus, die wir machen wollen und müssen und werden und tun. Dann haben wir das untere Areal einmal komplett so tutti abgeklappert. Das heißt, danach holen wir uns erstmal den Rest, der hier noch zu tun ist. Das wäre da ein Brief, ein paar weniger Artefakte. Hier auf der Seite haben wir auch, glaube ich, schon alle. Ja. Das ist hauptsächlich so in diesem Areal dann noch zu tun. Hier haben wir auch noch eine kleine Mission. Joa. Und dann ist es eigentlich nur noch hier so ein bisschen abgeklappere. Bisschen ist gut. Und danach geht es dann nur noch mit der Hauptmission. Obwohl für mich ist ja die Hauptmission fast eine Side-Mission. Jedenfalls geht es dann nur noch mit der voran. Und da freue ich mich schon drauf. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ich freue mich natürlich auch selbstverständlich über Kommentare, Anregungen und so weiter und so fort. Wenn ihr Fragen an mich habt, sei es zu meiner Person, zu meinen Videos, Projekten und so weiter, freue ich mich natürlich auch drüber. Fragen, die ich nicht beantworten will, beantworte ich einfach nicht. Bin ich auch ganz ehrlich. Und ansonsten halt bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Far Cry 3. Tschö.